Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und heute geht es um das Histogramm. Es geht also weiter mit der Anfängerserie im Fotografieren und das Histogramm ist ein wirklich cooles Hilfsmittel, wie du deine Fotos korrekt belichten kannst. Viel Spaß damit! Das Histogramm ist im Prinzip ein Diagramm, was dir die Helligkeitsverteilung im Foto anzeigt. Und dieses Histogramm kann dir sowohl in der Kamera angezeigt werden, als auch später in dem Bildbearbeitungsprogramm deiner Wahl, also zum Beispiel Lightroom, Photoshop oder auch Luminar. Und du kannst, wie gesagt, kontrollieren, wie viele Bildbereiche wie hell in deinem Foto sind. Und das ist relativ cool. Schauen wir uns dieses Histogramm hier einfach mal direkt in Lightroom an. Hier oben siehst du das Ganze und dann hast du mal so eine Vorstellung, wie das Ganze aussieht. Hier auf der linken Seite hast du die ganz dunklen Bildbereiche, die sogenannten Schwarzwerte. Ja, du siehst es auch hier immer, hier wird es unten links angezeigt. Wenn ich hier rüber gehe, dann steht da schwarz. Wenn ich ein Stück weiter nach rechts gehe, dann kommen hier die Tiefen, also die etwas helleren, dunklen Bildbereiche. Ja, dann kommt hier in der Mitte die Belichtung, also das sind die Mitteltöne. Dann, wenn ich noch weiter nach rechts gehe, kommen hier die Lichter und ganz rechts kommen die Weißwerte. Und das ist jetzt quasi deine Verteilung hier im Bild. Und dieser Ausschlag, der hier zu sehen ist, zeigt dir an, wie viele Bildbereiche denn jetzt eigentlich in den Tiefen drin sind, wie viele Bildbereiche hier schwarz sind und so weiter und so fort. Ich kann dieses Histogramm jetzt aber auch natürlich verändern. In der Kamera funktioniert das über ISO, Blende und Verschlusszeit. Da kann ich dann das ganze Bild heller machen und demzufolge würde das Histogramm zum Beispiel, wenn ich es heller machen will, weiter nach rechts wandern oder wenn ich es dunkler mache, weiter nach links wandern. In der Bildbearbeitung geht das Ganze genauso. Ich kann ein RAW-Bild sehr schön nachbearbeiten und ich kann jetzt hier zum Beispiel in diesem Fall das Histogramm, was jetzt hier relativ weit links ist vom Ausschlag, kann ich heller machen, das ganze Foto, und damit auch das Histogramm weiter nach rechts wandern lassen. Das kann ich jetzt hier einfach mal machen. Ich fasse jetzt hier einfach mal den Belichtungsregler an und schiebe den Ganzen weiter nach rechts und jetzt siehst du auch, wie das Histogramm nach rechts wandert vom Ausschlag her. Das ganze Bild wird jetzt heller und es sieht etwas komisch aus. Ich nehme das Ganze jetzt mal wieder zurück. In dem Fall war es ja so, dass ich hier bei Nacht fotografiert habe. Und man kann jetzt natürlich immer sagen, technisch gesehen sollte ein Histogramm den Ausschlag in der Mitte haben, weil dann ist es korrekt belichtet. Aber in der Praxis ist es doch so, dass man zum Beispiel in der Nachtfotografie eher ein Histogramm hat, was weiter links ausschlägt. Und wenn man in der prallen Sonne fotografiert, ist es eher ein Histogramm, was weiter rechts ausschlägt. Du siehst jetzt hier auch in diesem Fall zum Beispiel, dass das Histogramm sowohl rechts als auch links jeweils anstößt an den Ecken. Das bedeutet, es gibt Pixel im Foto, die entweder komplett schwarz oder aber auch komplett weiß sind. Das muss jetzt nicht unbedingt immer schlimm sein. In dem Fall ist es aber schlimm, denn ich möchte natürlich hier alle Bildinformationen und alle Details im Foto haben. Und gerade die hellen Bildbereiche, wenn die 100% weiß sind, die kann man nicht mehr retten. Also das ist wirklich nicht mehr möglich, die zu retten. Die sind komplett ausgebrannt und da kriegt man keine Details mehr raus. Selbst wenn ich jetzt hier die Lichter komplett runternehmen würde, würde das Ganze einfach nur komisch aussehen. Das wird dann so ein komisches Grau. Aber diese richtigen Bildinformationen, die habe ich hier nicht mehr im Foto. Und von daher muss ich da bei der Belichtung immer darauf achten, dass wenn ich ein technisch korrekt belichtetes Foto am Ende haben möchte, ohne ausgefressene Stellen, dass ich dann vielleicht mehrere Belichtungen mache, wo ich dann am Ende das Ganze in Photoshop zusammensetzen kann. Auf der anderen Seite, wenn du Schatten hast, die zu 100% schwarz sind, also wirklich Schwarzwerte, die schwarz sind, dann ist es so, dass man die meistens noch besser retten kann in Photoshop oder in Lightroom. Da kriegt man zwar ein bisschen Rauschen an das Foto rein, aber trotzdem ist es so, dass man die hochziehen kann und im Gegensatz zu den Lichtern ist das wesentlich einfacher. Ganz wichtig an dieser Stelle sei noch gesagt, dass das Histogramm nicht anzeigt, wo die Helligkeitsbereiche im Bild sind. Es zeigt nur an, wie viel Helligkeitsbereiche zum Beispiel zu hell oder zu dunkel sind oder auch gut belichtet sind. Es zeigt dir nicht an, wo genau in diesem Foto diese Bereiche sind. Das ist ganz wichtig für einen Anfänger noch zu verstehen. In der Fotografie wird vielleicht auch immer mal wieder der Begriff Exposing to the Left oder Exposing to the Right an dir vorbeikommen. Das bedeutet im Endeffekt, dass ich ein Foto mit Absicht entweder zu hell oder zu dunkel belichte. Wenn ich von Exposing to the Left spreche, dann bedeutet das, dass das Histogramm hier weiter nach links geschoben wird und im Endeffekt ist das Bild an der Stelle technisch gesehen zu dunkel. In dem Fall jetzt, habe ich ja aber gerade eben schon gesagt, habe ich in der Nacht fotografiert und es würde einfach komisch aussehen, wenn ich das Histogramm jetzt hier so komplett in die Mitte schieben würde, weil das würde dann einfach nicht mehr nach Nacht aussehen. Und genauso ist es am Tag auch. Das bedeutet also, dass man hier mit diesen Begriffen einfach nur meint, dass man mit Absicht ein Bild zu dunkel oder zu hell belichtet. Auf Deutsch sagt man auch einfach manchmal nach links fotografieren
oder nach rechts fotografieren. Also wenn dir diese Begriffe mal über den Weg laufen, dann weißt du jetzt, was damit gemeint ist. Schauen wir uns mal ein weiteres Beispiel hier an. Ich habe jetzt hier einmal die korrekt belichtete Szene aus Dubai, wo ich fotografiert habe. Und trotzdem, wenn man sich jetzt hier das Histogramm anschaut, dann wirst du feststellen, dass ich sowohl hier links, also in den Schwarzbereichen, als auch rechts in den Weißbereichen Werte habe, die 100% weiß oder schwarz sind. Und dementsprechend habe ich dann eine Belichtungsreihe fotografiert. Das bedeutet, ich habe dann nochmal eine hellere Belichtung gemacht und eine dunklere Belichtung. Ja, die dunklere Belichtung sieht jetzt im Endeffekt so aus. Da siehst du jetzt, dass hier auf der rechten Seite das Histogramm nicht mehr anstößt. Und das heißt, ich habe hier in den hellen Bildbereichen in diesem Foto alle Helligkeitsinformationen auch drin. Und genauso in der zu hellen Belichtung stoße ich jetzt hier auf der linken Seite nicht mehr an und habe somit alle Informationen auch aus den Schatten herausgeholt. Und wenn ich diese drei Bilder jetzt im Endeffekt zusammensetze, über ein Digital Blending zum Beispiel, dann habe ich die Möglichkeit, wirklich alle Bildinformationen im Foto zu haben, ohne dass irgendwas im Histogramm anstößt. Im Endeffekt ist es aber auch so, dass das Histogramm, was dir in der Kamera angezeigt wird, immer das Histogramm eines JPEG-Bildes ist. Das heißt, du fotografierst im RAW-Format und die Kamera generiert trotzdem ein kleines JPEG-Vorschaubild, was dir dann auf dem Display hinten angezeigt wird. Und das ist im Endeffekt auch das, was das Histogramm dir anzeigt. Es wird also so sein, dass dein Histogramm meistens in der Nachbearbeitung deutlich mehr Spielraum zulässt, als es dir in der Kamera vielleicht angezeigt wird. Trotzdem sollte man natürlich das Histogramm immer so weit als Hilfe mit benutzen und einfach das im Hinterkopf haben, dass man vielleicht rechts und links noch ein bisschen mehr Spielraum hat, als es in der Kamera anzeigt. Ich würde trotzdem, wenn es rechts oder links anstößt, immer noch zur Sicherheit eine weitere Belichtung machen. In der Porträtfotografie ist es zum Beispiel ja so, dass man keine weitere Belichtung machen kann, weil natürlich der Mensch sich in dem Foto dann auch ein bisschen bewegt. Und da ist es dann extrem schwierig, das Ganze umzusetzen. Von daher ist es zum Beispiel in der Porträtfotografie komplett anders. Da mache ich das Ganze wirklich nur mit einem Foto und komme damit klar, wenn dann tatsächlich mal etwas zu hell oder zu dunkel ist. Entsprechend kann man natürlich auch Blitze benutzen und Abschatter und Aufheller und so weiter. Wenn du jetzt in der Nachbearbeitung drin bist, hier in Lightroom, dann kannst du dieses Histogramm natürlich auch super bearbeiten. Zum einen kannst du hier direkt in das Histogramm reingehen und hier einfach mit der Maus das Ganze per Drag and Drop so verschieben. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel die Belichtung verschieben. Du siehst auch, dass der Belichtungsregler jetzt hier unten simultan mitläuft. Wenn ich das Ganze jetzt hier nach rechts zum Beispiel schiebe oder jetzt nach links, dann läuft das Ganze hier so mit. Und so kann ich jetzt hier wirklich das komplette Histogramm beeinflussen. Ich kann also hier zum Beispiel die Lichter noch ein bisschen runternehmen und du siehst dann auch, wie das Ganze jetzt hier rechts nicht mehr anstößt. Ich kann die Tiefen ein bisschen aufhellen und dann wandert das ganze Histogramm so ein bisschen weiter in die Mitte zusammen und ich habe dann im Endeffekt alle Bildinformationen, die ich brauche und kann natürlich auch die anderen beiden Belichtungen hier noch mit dazu nehmen, um das Ganze weiter in die Mitte zu bringen. Wie gesagt, das Histogramm dient dir zur Kontrolle. Gerade auf dem Kameradisplay kann man meistens so ein Foto nicht hundertprozentig einschätzen, ob es jetzt zu hell oder zu dunkel ist. Da dient das Histogramm dir einfach dazu, das Ganze so ein bisschen besser beurteilen zu können. Nutze es auf jeden Fall, aber denk auch immer daran, dass das Histogramm von einem JPEG-Bild generiert wird in der Kamera. Später, dann in Lightroom oder in Photoshop, wird dir das Histogramm von der RAW-Datei angezeigt. Arbeite auf jeden Fall mit dem Histogramm, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Hilfe. Ich würde es dir empfehlen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann drück auf jeden Fall auf den Daumen nach oben. Wenn du noch Fragen dazu hast, einfach unten in die Kommentare damit. Und ansonsten natürlich den Kanal abonnieren für weitere Videos. 2 Videos pro Woche gibt's. Und du kannst natürlich auf meinen Online-Shop mal vorbeischauen. Da gibt es Workshops in diesem Jahr 2018. Wir fahren auch unter anderem nach New York, nach Dubai und so weiter. Aber auch in Deutschland gibt es ganz viele Workshops. Da einfach mal vorbeischauen und mal gucken, ob was für dich mit dabei ist. Ansonsten, wenn du Lightroom lernen willst, auch dazu gibt es ein Videotraining im Shop. Einfach mal rumschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao.